So, einen schönen guten Morgen allerseits. Herzlich willkommen heute wieder hier zum Webinar Täglich neue Handelsideen, präsentiert von Tickmill. Es sollte soweit alles funktionieren. Ich hole mir noch kurz den Chat rein, damit ich hier auch auf die Fragen eingehen kann. Und dann können wir hier direkt auch schon loslegen. So. Facebook läuft auch perfekt, alles klar. Also, dann von mir nochmal einen schönen guten Morgen, bevor wir starten. Einmal kurz den Risikohinweis: Ja, Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen. Ja, wir haben immer das Gleiche: auf der einen Seite Chance, auf der anderen Seite Risiko. Das ist etwas, das wir nicht vergessen dürfen als Trader. Und von daher handelt bitte nur mit Geldern, die ihr euch im Extremfall auch leisten könnt zu verlieren. Ja. Ganz wichtig, das, was wir hier heute machen, weil wir in die Marktanalysen reingehen, alles, was wir hier machen, dient rein den Lehr- und Lernzwecken, ist bitte nicht als Anlageberatung zu verstehen und ist auch auf gar keinen Fall eine Kauf- oder Verkaufempfehlung für irgendwelche Finanzinstrumente. Wenn ihr Trades durchführen wollt, vielleicht auch auf Ideen hin, die ich hier gebe, dann macht ihr das definitiv auf eigenes Risiko. Okay, ich würde sagen, wir starten wie immer mit einem kleinen Überblick über die Zahlen von heute. Wir hatten ja gestern schon gesagt, hey, Mittwoch kommt in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Zinsentscheidung in Neuseeland. Das ist gekommen, ohne große Überraschung. Wir sehen es direkt oben in der ersten Zeile. 0,25% bleibt der Zinssatz. Da ändert sich nichts. Entsprechend waren die Bewegungen jetzt auch nicht wirklich dramatisch. Da können wir gleich mal reingucken. New Zealand Dollar ein bisschen runter, dann wieder rauf. Müssen wir gleich mal schauen, wie sich das jetzt weiter verändert. Das, wo hier noch steht in 38 Minuten, das ist von der Vorbereitung des Webinars. Das war heute um 8 Uhr, kam das Bruttoinlandsprodukt Großbritannien. Und da können wir auch gleich mal schauen, weil das eben in Kombination war mit Produktion des verarbeitenden Gewerbes, mit Handelsbilanz, mit BIP-Veränderung, könnte Bewegung gebracht haben. Das war jetzt vor einer halben Stunde. Da müssen wir gleich mal reinschauen. Und ansonsten für heute auf der Uhr wichtig noch 14:30 Uhr Verbraucherpreisindex und Verbraucherpreisindex Kernrate in den USA. Könnte die Märkte bewegen und natürlich für alle Ölhändler wieder 16:30 Uhr Rohöllagerbestände. Dann haben wir hier was um 18 Uhr im Kalender. Waaste-Bericht. Ja, was ist Waaste? Kennen wahrscheinlich die wenigsten. Waaste steht für World Agriculture Supply and Demand Estimates. Ist so ziemlich der wichtigste Report für alle, die im Bereich Rohstoff unterwegs sind, also Agrarrohstoffe, ja. Grains, also Getreideprodukte, die ganzen Softs wie Kakao, Kaffee, Baumwolle, ja, die werden alle in diesem Waaste-Report ja, behandelt oder abgehandelt. Und da geht es am Ende darum, eine Idee zu kriegen, wie sich die Angebots- und Nachfragesituation weltweit denn verhalten und verändern und was das für die einzelnen Märkte bedeutet. Ist tatsächlich ein ordentlicher Market Mover zum Teil, ja, bei Mais und Weizen und Sojabohnen und alles, was eben in diesem Bericht enthalten ist. Da muss man also immer aufpassen, wenn man Agriculture Commodities handelt. Waaste-Bericht, ja, immer schön vorsichtig. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir direkt in die Charts rein, ja, dass wir hier auch gar keine Zeit verschwenden. Ich habe das Ganze umgestellt. Das sollte also bei Facebook auch wieder alles jetzt sichtbar sein. Ja, die Kamera woanders hingepackt. Das hat soweit jetzt alles funktioniert. Und dann können wir hier auch definitiv starten. Ich habe als erstes hier gleich die Indizes drauf. Ja, das ist immer so morgens das Erste, was ich mir mache, einmal die Indizes anschauen. Da können wir noch mal ganz kurz durchgehen, was wir gestern und vorgestern auf der Uhr hatten. Ja, gestern war schön Geld zu verdienen im DAX. Da hatten wir uns das Ganze hier im Tageschart angeschaut. Ja, hatten gesehen,
dass wir in der Stochastik hier bullisch kreuzen, dass der RSI sich nach oben bewegt, dass mein Görsch-Trend-Indikator hier ganz klar aufwärts gerichtet ist und hatten hier auch gesagt, hey, wir kommen hier in einen ganz wichtigen Bereich und zwar ja, hier in so eine Dreieckskonstellation. So, ja, das ist hier diese Dreieckskonstellation, die wir hier auf dem Chart drauf hatten. Da sind wir gestern ausgebrochen hier bei ungefähr 12.800 Punkten und haben uns auch direkt sofort nach oben bewegt, hier an das obere Ende von diesem Widerstandsbereich. Ja, wir sind hier bis 13.000 Punkte gegangen. Da waren also mal locker 200 Punkte im DAX zu verdienen gestern auf der Long-Seite. Super schön, ja, Trend ist aufwärts gerichtet, ganz klar. Wir haben hier schön steigende Hochs, steigende Tiefs. Wenn ich mal die großen Sequenzen hier einzeichne, das mache ich mal hiermit wieder. Ja, wenn ich die großen Sequenzen hier einzeichne, dann sieht das Ganze so aus im DAX. Das hier ist die große Aufwärtssequenz im Tageschart. Da haben wir hier wunderschön ein Retracement gesehen, sind dann eben in diese Dreieckskonstellation reingelaufen und jetzt hatten wir hier die Möglichkeit, in die Trendrichtung diesen Breakout zu handeln und hier auf das nächste Widerstandslevel zu gehen. Das war also eine sehr schöne Gelegenheit gestern. Dann hatten wir gestern noch auf der Uhr den australischen Index. Ja, da haben wir aber gesagt, hey, der Einstiegsbereich liegt hier ein bisschen höher bei 6,190. Die Grundsituation ist ähnlich. Wir haben auch hier ein bullisches Dreieck. Ja, so sieht das Ganze ungefähr aus. Grundsituation ist ähnlich. Wir kommen von unten, laufen in diese Konsolidierung, haben hier einen bullischen Görsch-Trend, haben einen bullischen Stochastik-Indikator, der auch weiter auseinanderläuft, haben einen RSI, der steigt. Also das sieht alles gut aus hier und auch hier wäre zur Oberseite ein Ausbruch handelbar und naja, ich sage mal auch so locker mit 100 Punkten Ziel, die man dann hier nehmen kann. Bis in diesen Widerstandsbereich hier oben bei 6,330. Das ist also nach wie vor aktuell. Jetzt hatten wir aber gestern auf den Abend ein paar deutlichere Abverkäufe in den US-Indizes. Ja, den Nasdaq hatten wir uns auch schon angeschaut gestern. Da hatten wir auch schon ganz klar gesagt, hey, da sind wir in einer Konsolidierung, in einer Korrektur drin. Ja, das ist gestern den dritten Tag hintereinander. War dieser Markt sehr schwach. Das wäre also nicht das Mittel der Wahl, jetzt diesen Markt hier zu kaufen, sondern vielleicht eher den Dow, den wir uns angeschaut hatten gestern. Wo haben wir denn hier? Haben wir den Dow. Ja, und da sehen wir, der hat sich völlig anders verhalten. Der hat hier gestern auch nochmal richtig Gas gegeben. Und auch hier war deutlich was zu verdienen zur Oberseite, weil wir diesen Ausbruch über das Hoch ja, schon gesehen hatten am Tag vorher und hatten gestern hier die kleine Korrektur und sind dann sofort weiter Richtung All-Time-High gegangen. Na, da sind wir noch nicht. Wenn wir uns das auf der Woche anschauen, sehen wir hier oben ist der Widerstandsbereich aus der Woche. Ja, das wäre also so der nächste Zielbereich hier für die laufende Aufwärtsbewegung. Aber das sind dann die Märkte, die man hier vielleicht eher long sein sollte. Jetzt möchte ich auf eine Sache noch hinweisen, was echt unschön ist hier im S&P 500. Auch da hatten wir uns gestern hier dieses Widerstandslevel angeschaut und hatten auch gesagt, hey, wir kommen hier direkt an den Widerstand. Es ist nicht ideal, diesen Index jetzt zu kaufen. Deswegen hatten wir uns den Dow angeschaut. Gesagt, es ist nicht ideal, diesen Index zu kaufen, weil wir eben hier schon ganz klar am Widerstandslevel sind. Und jetzt ist hier Folgendes passiert gestern. Da möchte ich einmal euer Augenmerk drauf werfen, weil das ein sehr, sehr wichtiges, eine sehr wichtige Situation ist. Wir haben diese Tageskerze hier gestern generiert. Das ist ein Outside Reversal Bar. Ja, Reversal Bar deswegen, weil wir hier in dem Bereich eröffnet haben, haben dann das Tageshoch gesehen, sind dann runtergelaufen zum Tagestief und haben dann hier geschlossen, haben also tiefer geschlossen, als wir eröffnet haben. Das ist ein Outside Bar, das Hoch liegt höher als das Hoch des Vortages, das Tief liegt tiefer als das Tief des Vortages. Und das ist eine ganz unschöne Geschichte. Sollten wir heute
einen Ausbruch zur Unterseite sehen, ja, dann sollten wir erwarten, dass wir zumindest die Höhe dieser Kerze hier nochmal unten dran legen, im Ausbruch. Ja, und dann würden wir vielleicht sogar nochmal hier in den Unterstützungsbereich kommen. Ja, das wäre also durchaus möglich. Es wäre natürlich super bullisch, wenn wir die Reise heute jetzt einfach nach oben weiter fortsetzen und das hier wirklich nur eine Reaktion am All-Time-High war, wir da ein bisschen heftiger abverkauft worden sind. Das wird sich heute im Laufe des Tages zeigen, aber das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz großes Achtungszeichen hier im S&P 500. Ja. Und dazu kommt halt, wir haben auch hier eine Stochastik, die im stark überkauften Bereich liegt, die jetzt hier runterkommt, ja, auch so ein bisschen auseinanderdriftet. Ist so eine ähnliche Situation, wie wir sie hier hatten. Na, und auch da sehen wir, es ist noch ein zweiter Abwärtstag gefolgt. Ja. Ansonsten langfristig, keine Frage, sieht das noch bullisch aus und langfristig gibt es hier auch noch keine Notwendigkeit, irgendwie direkt rein zu shorten. Okay. So, dann, was ich gestern vergessen hatte. Ich hatte ja gesagt, man hört ja überall wieder die verstärkten Spannungen zwischen USA und China und überall schrillen gerade die Alarmglocken. Und da hatte ich gestern gesagt, ich sehe das im Moment nicht ganz so tragisch und wollte eigentlich auch zeigen, warum. Und habe es vergessen. Das möchte ich jetzt nochmal kurz machen. Das ist nämlich eine feine Sache auch für alle Währungshändler. Ich gehe hier einfach mal auf diese große Übersicht und das, worauf ich euer Augenmerk legen möchte, ist US-Dollar, Chinese Yuan. Der Wechselkurs vom US-Dollar gegen den chinesischen Yuan. Ja, und jetzt haben wir gesehen, als diese ganzen Handelsstreitigkeiten angefangen haben und auch immer extremer geworden sind, ja, das war so Mai, Juni, also Mitte letzten Jahres. Da ist hier Folgendes zu erkennen. Wir haben hier eine sehr starke Aufwärtsbewegung vom US-Dollar gegen den chinesischen Yuan, also eine Yuan-Abwertung. Ja. Und das ist die größte Waffe der Chinesen gegen Zölle aus den USA, gegen Einfuhrbeschränkungen aus den USA. Ja. Also ein schwacher Yuan ist die stärkste Waffe, die die Chinesen haben, um wirtschaftlich quasi gegen die USA zu bestehen. Und dadurch, dass der Yuan nicht frei handelbar ist, ja, und auch kein Free-Float-Wechselpaar ist, sondern recht künstlich gesteuert wird, hat die chinesische Zentralbank die Möglichkeit, diesen Wechselkurs quasi frei zu beeinflussen. Ja, und da war lange Zeit so die magische Grenze, war so die 7. Ja, das war ein Level, das ist über die Vergangenheit immer wieder akzeptiert worden von den Chinesen. Das war wirklich so die Spitze des Eisbergs. Das war das höchste der Gefühle, was da zugelassen worden ist, chinesische Yuan gegen US-Dollar. Ja, den so weit runterzubringen, dass es für einen Dollar 7 Yuan gibt. Und da sind wir hier im Zuge der Handelsstreitigkeiten das erste Mal drüber gekommen. Ja, und das war ein ganz klares Zeichen an die USA. Das ist auch von Trump immer wieder gesagt worden, dass die Chinesen hier dabei sind, ganz extrem ihre Währung zu manipulieren. Und jetzt haben wir aber, obwohl wir da Spannungen haben und obwohl wir die Nachrichten kriegen, jetzt seit so ein paar Wochen, ja, dass die Lage wieder extremer wird, haben wir trotzdem als letzte Bewegung das hier. Das heißt, eine Aufwertung vom Yuan gegen den Dollar. Das ist meiner Meinung nach ein Zeichen dafür, dass die Lage nicht so prekär ist, wie sie in den Medien gerne dargestellt wird. Und ich beobachte dieses Währungspaar hier mit Argusaugen, einfach um abschätzen zu können, wie schlimm ist die Lage, wie weit sind wir in den Streitigkeiten vorangeschritten und was muss ich da jetzt als Händler erwarten für die nächste Zeit. Ja, charttechnisch würde man jetzt hier sagen, hey, ganz klar, wir sind auf einem Support-Level. Ja, wir sind jetzt hier auf einem Unterstützungslevel angekommen. Das ist eben genau diese alte 7er-Grenze. Wir sind jetzt bei 6,95.
hier im Wechselkurs und diese ganzen alten Hochs und auch diese Tiefs hier drüben. Das ist jetzt Support. Wir sehen es auch sofort hier unten. Ja, Stochastik ist überverkauft hier sogar im Wochenchart. Das ist ein klares Zeichen. Das kann auch mal länger dauern, ne, wie hier. Da sind wir recht lange in diesem überverkauften Bereich. Auch hier sind wir recht lange in diesem Grenzbereich. Aber was hier ganz klar wird, die Dynamik nimmt dann auch deutlich ab. Ja. Wir haben hier eine deutliche Dynamik, laufen dann in diesen Seitwärtsbereich. Das sehen wir hier. Wir haben hier eine deutliche Dynamik und laufen dann, wo wir auf dem Wochenchart hier in der Stochastik im überverkauften Bereich sind, in diese Seitwärtsbewegung. Und das würde ich jetzt auch so ein bisschen erwarten, ne, dass wir im Prinzip hier jetzt dann auch so in so eine Seitwärtsbewegung verlaufen. Und solange wie das so bleibt, bin ich da recht entspannt, zumindest was die Handelsstreitigkeiten und Wirtschaftsstreitigkeiten zwischen den USA und China betrifft. Sollten wir wieder hier hochlaufen, dann wird die Lage brenzliger. Also das ist etwas, was man als Währungshändler auf jeden Fall auf der Uhr haben sollte, hin und wieder mal auf dieses Währungspaar zu schauen, um die US-China-Situation vielleicht ein bisschen besser einschätzen zu können. Okay, was haben wir noch auf der Uhr? Ich hatte angekündigt, Gold, Silber schauen wir uns mal kurz an. Dafür gehen wir mal in die genaueren Charts. Fangen wir mal bei Gold an. Ja, da ist ja jetzt die große Frage. Wie weit sind wir da gelaufen? Ist die Bewegung schon zu Ende? Ja oder nein? Ich beginne mal im Wochenchart. Ja, das ist mal ein Wochenchart. Junge, Junge, Junge. Also da sind wir hier am Ende tatsächlich parabolisch gelaufen. Ich habe es schon hunderte Male gesagt in meinen Webinaren. Es ist ganz typisch, wenn wir in eine parabolische Bewegung reinkommen, dass die Retracements extrem werden. Wenn die Parabel bricht, dann kommen wir kräftig zurück. Und typischerweise kommen wir von der letzten Aufwärtsbewegung, ja, von der letzten parabolischen Bewegung um die 80%, 75 bis 80% zurück. Und das ist das, was hier gelaufen ist. Sind wir bei Gold schon am Ende? Ich weiß es nicht genau. Ja, gucken wir dazu mal auf den Tagesschart. Und das, was mir hier auf dem Tagesschart sofort auffällt, ist dieses Level hier, ja, um 1800 Dollar. Da sind wir viele, viele Tage in einer engen Range seitwärts gelaufen und dann ist dieser Markt nach oben explodiert. Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Ja, wir haben die erste Variante, dass das einfach ein Overshoot ist hier von diesem Support Level. Das hier ist das erste Support Level gewesen, dass wir hier einfach nur in einen Overshoot gelaufen sind und jetzt geht die Bewegung weiter. Wir haben aber auch noch die Möglichkeit, dass wir hier unten reinlaufen. Das heißt, diese ganze Geschichte gefällt mir jetzt charttechnisch nicht mehr ganz so gut, einfach weil wir unter dieses Tief hier gegangen sind, weil wir unter dieses letzte kleine Tief hier gerutscht sind. Das macht das Ganze ein bisschen unschön, ist auch eigentlich nicht das, was ich sehen will. Ja, für einen neuen Trade in Gold in die Long-Richtung möchte ich jetzt entweder sehen, dass wir bis hier unten hinlaufen. Na, wir sehen hier ja auch auf dem Tageschart, ne, Stochastik hätte im Prinzip noch Platz. Der Trendindikator hier ist noch bullisch. Das passt also alles soweit noch für Long-Positionen. Das ist jetzt auch nichts mehr, wo man hier rein shortet. Ja. Wenn man sowas shortet, dann versucht man irgendwo das Top abzugreifen. Ja, das ist aber schwierig. Ne, das sieht man. Wir kommen hier das erste Mal in so einen Rollover. Wir kommen hier das zweite Mal in Rollover. Der zweite hat funktioniert. Beim ersten, ja, das war diese Situation hier oben. Da sah es auch schon so aus, als könnten wir erstmal wieder in eine Ecke nach unten kommen und sind dann trotzdem weiter gestiegen. Deswegen sind diese Tops sehr, sehr schwer abzugreifen. Ja. Aber das ist jetzt für Gold nicht so das Ideallevel, was ich hier gerne sehen wollen würde. Das Ganze ist im Silber doch deutlich schöner. Ja, also im Gold würde ich jetzt tatsächlich sehen wollen, dass wir zumindest auf dem Stundenchart die letzte Sequenz brechen. Dass wir also diese Abwärtssequenz, die hier läuft,
Ja, dass wir diese Abwärtssequenz brechen und zumindest erstmal über das Hoch hier gehen. Das wäre so das Minimum, was ich bei Gold sehen wollen würde, um da wieder einzusteigen. Anders sieht es, wie gesagt, beim Silber aus. Gehen wir mal gerade auf Silber. So, das ist das Bild hier im Silber. Und hier sieht das auf der Woche sogar noch deutlich extremer aus. Ja, wir haben hier den Ausbruch gesehen über diese ganzen letzten Hochs hier, über diesen Bereich. Und von da an haben wir hier richtig Gas gegeben. Wir sind hier von knapp 19 Dollar rauf auf 29 Dollar innerhalb von 3 Wochen. Ja, wir waren bis 30 Dollar hier oben. Das heißt, das sind so 40% Kursgewinn im Silber innerhalb von 3 Wochen. Noch extremer wird es, wenn wir uns das Ganze von hier unten anschauen. Ja, da haben wir uns weit mehr als verdoppelt. Wirklich innerhalb von ein paar Monaten eine absolut außergewöhnliche Bewegung im Silber. Und ich glaube nicht unbedingt, dass diese Bewegung jetzt schon vorbei ist. Und wenn wir hier auf den Tageschart gehen, dann sehen wir hier Folgendes. Wir haben hier ein schönes Unterstützungslevel, sind in dieses Unterstützungslevel eingetaucht, sogar auf einen relativ niedrigen Preis. Und kommen jetzt hier recht dynamisch zurück. Ja, Trend absolut intakt, sehen wir hier. Wir hatten eine negative Divergenz im RSI auf dem Daily. Ja, da hat sich das schon angekündigt, dass hier oben erstmal das Top drin ist. Wir haben also hier steigende Hochs im Preis und fallende Hochs im RSI. Das ist immer ein Zeichen dafür, dass die Reise erstmal zu Ende ist. Das ist auch noch ein schönes Retracement, das ist ein gesundes Retracement. Wir sind einfach hier in den nächsten Support-Bereich gelaufen, gefällt mir recht gut. Und wenn wir hier jetzt mal auf die Stundenebene gehen und gucken uns hier mal die letzten Bewegungen an, dann sieht das Ganze hier folgendermaßen aus. Da haben wir das erste Mal das fallende Hoch. Ja, und dann kann man jetzt hier gerne die kleinen Bewegungen noch mit reinnehmen, wenn man möchte. Und dann sieht das Ganze so aus. Und jetzt sind wir dabei, hier in eine neue Aufwärtssequenz reinzulaufen. Da sind wir jetzt schon drin. Und interessant wird es eben auch hier, wenn wir über dieses Hoch gehen. Und idealerweise läuft das Ganze dann so, dass wir hier vielleicht noch mal eine Korrektur sehen, ja, und danach hier den Ausbruch nach oben sehen. Und dann haben wir das Ganze hier in einer schönen Formation. Je nachdem, wie diese Korrektur hier läuft, wo diese Tiefs liegen, könnte sich hier auch ja, so eine inverse SKS entwickeln. Na, also das müssen wir jetzt ein bisschen abwarten, wie der Verlauf hier über den Tag ist. Aber Silber finde ich an sich gar nicht schlecht, auf dem aktuellen Niveau nochmal vielleicht für einen zweiten Aufwärtsschub. Da muss man immer aufpassen, gerade wenn die Volatilität so anzieht und wir so viel Momentum in die Märkte kriegen. Das ist risky, aber da ist auch oft eben eine entsprechend große Chance auf der anderen Seite da. Also das sind durchaus Möglichkeiten, die man hier nutzen kann. Okay, was hatten wir noch? Indizes haben wir uns angeschaut. Es gibt eine schöne Situation im Bund-Future, die möchte ich auch noch mal kurz zeigen. Da kriegt man dann vielleicht ein ganz gutes Gefühl, wie es mit den Zinsen bei uns auch weitergehen könnte. Ja, ihr wisst es vielleicht ganz typisch, Bund-Future, wenn der Bund fällt, dann steigen die Zinsen. Jetzt sehen wir schon, wir kommen hier schon wieder ein bisschen deutlicher runter heute. Ich möchte hier eigentlich auch nur auf den Tageschart eingehen. Das ist das, was mich hier interessiert. Oder wir werfen vielleicht vorher kurz einmal einen Blick auf den Wochenchart. Sehen im Wochenchart, Trend ist aufwärts. Ja, immer noch. Wir sind hier einmal ganz kurz in die Abwärtsrichtung gedreht. Ich hole es mal ein bisschen größer rein. So. Ja, sind hier einmal ganz kurz in die Abwärtsrichtung gedreht, in dieser recht deutlichen Dynamik hier. Und hier sieht man vielleicht auch ganz gut, wie schön man arbeiten kann mit dieser Stochastik auch im langfristigen Bereich. Ja, ich gehe jetzt hier einfach mal kurz die Wendepunkte, gehe mal auf die Wendepunkte ein. Ja, da hatten wir hier einen Wendepunkt
zur Unterseite, danach ging es 2 Wochen nach unten, dann hatten wir hier nochmal einen Wendepunkt zur Unterseite, danach ging es deutlicher nach unten, wir hatten hier einen Wendepunkt zur Oberseite, danach ging es deutlich nach oben, wir hatten hier einen Wendepunkt zur Unterseite, da sind wir nochmal deutlich gefallen, ja, und hier sind wir gar nicht komplett in den überverkauften Bereich gekommen, haben dann aber hier die Kreuzung gesehen, ja, ungefähr in diesem Bereich. Und nach der Kreuzung ging es dann auch deutlich wieder weiter nach oben. Jetzt sind wir hier an einem Bereich, wir drohen hier negativ zu kreuzen und vielleicht sogar auch nach unten rauszubrechen. Dann sollte man erwarten, dass wir eine weitere Abwärtsbewegung im Bund sehen. Ja. Würde mich jetzt nicht verwundern. Fällt vielleicht auch auf, wir sind hier, na, im Prinzip seit Mitte 2019 hier. Sind wir in einer großen Range seitwärts gerichtet. Wir sind im Moment Mitte der Range, ist immer ein bisschen schwierig, da zu agieren, zumindest für langfristige Trades. Deswegen gucken wir jetzt nochmal auf die kleinere Zeitebene. Ja, da hatte sich hier heute eine Möglichkeit ergeben, auf dem Daily. Wir sehen, Trend ist noch aufwärts. Allerdings haben wir eine Stochastik, die runterkommt. Wir haben einen RSI, der runterkommt. Das ist alles nicht so ideal. Ist aber auch normal, dass wir in Retracements hier ein bisschen runterkommen. Wir sehen gerade auf dem Tageschart, wie schnell das Ganze hier auch wieder drehen kann. An dieser Stelle und auch an dieser Stelle. Das könnte hier jetzt genauso wieder passieren. Mir gefällt das Ganze hier deswegen so gut, weil wir im Prinzip diese Level jetzt hier getestet haben. Ja, wir sind deutlich darüber hinaus ausgebrochen, sind hier von 175, 60 so bis 177 ungefähr gelaufen, also weit über 100 Punkte und sehen jetzt eigentlich eine schöne Korrektur. Das Ganze läuft hier auf dem Tageschart noch so als ABC-Korrektur. Testen jetzt hier unten diesen Bereich 175, 60, 175, 50. Viel weiter sollten wir hier auch nicht mehr runtergehen, sonst hat sich das Setup erledigt. Sollten wir jetzt aber in dem Bereich hier irgendwo hängen bleiben und wieder deutlicher nach oben kommen, ja, dann wäre hier eine schöne Möglichkeit, einen Ausbruch aus dieser Bull Flag zu handeln, und auf weiter steigende Kurse im Bund Future hier zu setzen. Das finde ich eine ganz interessante Geschichte. Okay, das letzte, was ich angekündigt hatte, ist Euro-Dollar. Ja, da möchte ich auch noch mal einen Blick drauf werfen. Wie sieht das Ganze jetzt da aus? So, Euro-Dollar hatten wir uns ja auch gestern schon angeschaut und haben ja auch schon gestern hier gesagt, auf dem Daily. Könnten wir ein bisschen Schwierigkeiten kriegen, weil wir hier nochmal ein leicht steigendes Hoch haben. Ich mache es nochmal anders. So, wir haben hier ein leicht steigendes Hoch im Preis, haben aber ein fallendes Hoch im RSI und in der Stochastik und sehen auch, dass der Trendindikator hier schon zurückkommt. Ist normal. Ja, wie gesagt, in einem Retracement ist das Ganze normal. Was mir nicht so gut gefällt, ist eben diese negative Divergenz im RSI. Das ist meistens ein Zeichen dafür, dass so eine Korrektur vielleicht auch ein bisschen größer ausfallen könnte. Das ist also hier wohlgemerkt im Daily. Und was jetzt interessant wird, ist der Punkt, dass wir hier einen Doppeltop im Markt haben und dass wir hier unten einen recht starken Unterstützungsbereich haben. Das heißt, wenn dieses Level hier fällt, ja, dann ist das Doppeltop bestätigt und wir sehen, wie dynamisch diese letzte Aufwärtsbewegung hier im Euro-Dollar gelaufen ist. Und ich habe es ja gestern schon an ein paar Beispielen gezeigt. Das, was ich erwarte, wenn wir dynamisch nach oben gelaufen sind, ohne dass sich hier auf dem Tageschart groß Unterstützungslevel entwickelt haben, dann erwarte ich, dass wir, wenn das Level unterschritten wird, in die Gegenrichtung ungefähr genauso schnell zurückkommen. Das heißt, hohe Dynamik in der Aufwärtsbewegung bedingt oft hohe Dynamik in der Abwärtsbewegung. Ja. Und die nächsten Ziele, die nächsten Kursziele, die sind relativ weit weg. Ja, wenn wir uns mal die Support-Level anschauen, das nächste Support-Level, das liegt hier unter 1,15.
Ja, da ist also deutlich Platz nach unten, da wäre auch eine Menge Geld zu verdienen, um das vielleicht nochmal zu verdeutlichen, was ich meine. Hohe Dynamik in der Aufwärtsbewegung, ohne dass irgendwelche Unterstützungslevel entstehen, bedingt häufig eine hohe Dynamik im Anschluss in der Abwärtsbewegung. Hohe Dynamik in der Aufwärtsbewegung, ohne dass irgendwo Unterstützungslevel entstehen, bedingt häufig eine hohe Dynamik in der nachfolgenden Abwärtsbewegung. Und genau das Gleiche würde ich jetzt eben hier auch erwarten. Das heißt, wenn wir hier unten drunter kommen, dann hätten wir rein charttechnisch im Euro nochmal kräftig Platz zur Unterseite. Wie sieht das in der kürzeren Zeitebene aus? Das ist das, wo wir gestern das Augenmerk drauf hatten. Das ist der 4-Stunden-Chart. Da haben wir zum einen hier dieses wichtige Unterstützungslevel, das können wir jetzt hier einfach weiter nach rechts ziehen. Ja, und sehen, im Moment heute hält das auch noch. Und dann haben wir uns gestern noch angeschaut, dieses Level hier drüben, ja, so als Last Line of Defense der Bullen quasi. Und das ist also hier dann am Ende auch das Einstiegslevel, ja, unter 1,1680. Das wäre der Signalbereich für die nächste Abwärtsbewegung. Ja. Solange wie dieses Level hier hält, der Bereich zwischen 1,1680 und ich sag mal so 1,1710, solange dieses Level hält, ist der Aufwärtstrend das, was weiter interessant ist für uns. Ja. Dieser Aufwärtstrend, der hier auf dem Daily läuft, der Aufwärtstrend, der hier auf dem Weekly läuft, solange dieses Level hält, ist das das, was interessant ist. Ja, aber wir haben halt mehrere Punkte, die darauf hindeuten, dass die Bewegung zu Ende sein könnte. Das ist eben hier oben der Bereich des Doppeltops, das ist hier auf dem Weekly, dass wir einen sehr langen Bereich haben, nur mit Dochten. Das macht sich nicht so gut. Ja, das ist kein Zeichen von Stärke, dass der Euro das nicht geschafft hat, hier oben mal über 1,1790 irgendwo zu schließen, im Weekly, sondern wir haben lange Dochte, wir haben einen Doppeltop im Daily. Sieht alles recht bärisch aus mittelfristig. Ja, ich kann das vielleicht auch noch mal kurz zeigen. Wir hatten uns das ja auch hier angeschaut aus den Commitments of Traders Daten, ne, vom Dollarindex, dass wir hier sehr stark long ausgerichtet sind, also sehr starke Long Hedges haben bei den Commercials. Und im Euro haben wir sehr starke Short Hedges. Ja, da waren wir hier noch bei 1,18, da haben wir uns das angeguckt am Montag. Inzwischen sind wir bei 1,1710 ungefähr, sind also hier schon deutlich runtergekommen. Hier war das auch schon absehbar, dass wir auf dem Weekly eben diese großen Dochte haben und der Euro da nicht wirklich weiterkommt in einer Situation, wo die Commercials sehr stark short gehedged sind. Und wie stark die short gehedged sind, können wir uns mal angucken, wenn wir uns die letzten 20 Jahre hier anschauen. Das sind die letzten 20 Jahre Kursentwicklung im Euro Future. Und da sehen wir, wir sind in diesem Bereich, wo wir uns jetzt hier befinden, hier unten, in einem absoluten historischen Extrem. Wir sind noch extremer gelaufen als hier Anfang 2018. Und wenn man sich die Bewegung anguckt, die Anfang 2018 auf diesen Extremwert gefolgt ist, ja, hui, 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 sieht nicht so super gut aus langfristig. Ja. Könnte so eine Bewegung hier zur Folge haben. Okay, also das einfach mal bitte wirklich ganz langfristig im Hinterkopf haben. Da geht es jetzt nicht darum, irgendwie kurzfristige Trades aufzubauen und jetzt einfach nur noch Short-Setups zu traden. Um Gottes Willen, darum geht es nicht. Für unsere kurzfristige Zeitebene ist der Chart entscheidend und vor allem eben hier auch der Trend. Und dieser Trend ist eben momentan noch aufwärts gerichtet. Aber ja, das sind die Dinge, die im Moment hier für mich interessant sind. Also wir haben uns Indizes angeschaut, wir haben uns Gold und Silber angeschaut, wir haben uns den Bund angeschaut, wir haben jetzt Euro-Dollar angeschaut. Wir können noch mal ganz kurz einen Blick werfen auf das, was wir gestern schon auf der Uhr hatten, hier Aussie-New Zealand-Dollar. Hatten wir ja gesagt, das wird für uns interessant, wenn der Zinsentscheid durch ist. Der Zinsentscheid ist durch. Und jetzt haben wir hier ein interessantes Level, nämlich dieses Breakout-Level, an dem wir uns jetzt hier befinden. Da sind wir. Wir sehen es auf dem Stundenchart hier unten sehr schön. Das erste Mal ausgebrochen,
während der Zinsentscheidung und der Pressekonferenz, haben dann nochmal retraced auf dieses Support-Level, ja, und sind jetzt im Moment wieder auf dem Weg nach oben. Wir sehen es auf dem Daily, ja, wichtiges Level, wir sind auf dem Weg nach oben, wir sehen es auf dem 4-Stunden-Chart, wichtiges Level. Und jetzt schaut euch das an. In allen Zeitebenen, auf dem Weekly Trendindikator aufwärts gedreht, auf dem Daily Trendindikator aufwärts und starkes Momentum, auf dem 4-Stunden aufwärts mit Momentum und Stundenchart ist eben auch noch immer aufwärts, obwohl wir hier so große Retracements gesehen haben. Ja, und jetzt haben wir also eine Möglichkeit, in die Trendrichtung zu handeln, haben ein ganz klares Ausbruchslevel, haben Ziele im Markt. Die können wir uns hier über den Wochenchart relativ einfach suchen. Das hier wäre ein Ziel aus dem Weekly und natürlich das hier wäre ein Ziel aus dem Weekly. Ja, und so kann man dann versuchen, seine Trades hier aufzubauen. Das, was ich gestern ja auch schon gezeigt hatte, ist dann hier im Prinzip diese Tasse Henkel, die sich hier auch entwickelt hat. Also das ist durchaus ein interessantes Level, an dem wir uns da jetzt gerade befinden. Okay, das wäre es von meiner Seite hier gewesen. Ich werde gleich nochmal auf der Facebook-Seite schauen. Es waren doch sehr viele Leute drin. Ich habe hier nicht einen Kommentar. Es kann natürlich sein, dass ich die hier jetzt nicht sehen kann, weil ich über OBS übertrage und nicht direkt über Zoom, weil die letzten Tage hat es ja funktioniert. Dann müsste ich mich morgen da nochmal parallel mit einem anderen Account einloggen, damit ich die Kommentare sehe, also die Fragen. Im Moment sehe ich nichts. Tut mir leid, falls hier jemand eine Frage gestellt hat, kann ich die heute nicht beantworten. Dann nehme ich das morgen früh gerne mit in die Sendung. Okay, das war's von meiner Seite. Dann wünsche ich euch einen super erfolgreichen Handelstag und sage gerne bis morgen um 8:30 Uhr.